Christina Große wurde 1970 in Blankenheim geboren, einer Kleinstadt in Thüringen. Da sie eine Pfarrerstochter war, durfte sie in der DDR weder das Abitur machen noch studieren. Aus diesem Grund entschied sie sich zunächst für eine Ausbildung zur Psychiatriediakonin. Die Arbeit lag ihr allerdings nicht besonders. Schnell wurde klar, dass Große etwas anderes machen möchte. 1988 wurde sie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg aufgenommen. Und schnell wird ihr Potenzial, ihr enormes Talent deutlich. Noch während des Studiums erhält sie erste Rollen. Sie entschied sich stets gegen Festanstellungen und arbeitete lieber an Projekten, vor allem fürs Fernsehen. Sie spielte in großen Produktionen wie der Miniserie Weißensee, Tatort, Der ganz große Traum, Glück oder, mit ganz besonderem Erfolg, für Elisa. Für ihre Rolle der traumatisierten Mutter Betty, die mit ihrer Tochter nach dem Unfalltod ihres Mannes in einem Plattenbau lebt, erhielt sie eine Vornominierung für die Lola. Für Neufeld mit Kommen erhielt sie den Preis als beste Hauptdarstellerin der Deutschen Akademie für Fernsehen. Privat lebt Christina Große eher still und beschaulich. Über ihr Privatleben ist so gut wie nichts bekannt. Nur so viel: Sie hat zwei Söhne und lebt mit ihnen in Berlin.